Ja, hallo liebe Pfeifenriege hier auf YouTube. Laut dem Aufruf vom Will, wo seid ihr denn alle, möchte ich diese Gelegenheit nutzen und mich auch mal wieder zu Wort melden. Was mir ganz gelegen kommt, weil bei mir ein kleiner Wechsel ansteht. Nichts Großartiges und keine Angst, ich höre auch nicht mit dem Pfeiferrauchen auf. Nur ich werde es im Moment mal beiseite legen. Ich habe mich privat und arbeitsmäßig verändert und finde absolut bei der Arbeit sowieso nicht. Und da ich auch sehr spät nach Hause komme abends, sehr selten die Zeit, mir in Ruhe überhaupt eine Pfeife zu rauchen. Da ich genauso lange Zigarre rauche, wie ich Pfeife rauche, nur eben nicht so kontinuierlich und schon gar nicht so intensiv, hat sich das in der letzten Zeit geändert. Es ist darauf hinausgelaufen, dass mich mehrere Leute angesprochen haben und haben gesagt, man sieht dich immer öfter mit der Zigarre, weniger mit der Pfeife, was ist los? Das gab dann ein kurzes klärendes Gespräch und man wusste Bescheid, was aber bei mir im Grunde genommen nichts Neues ist. Ja, und da ich diesen Wechsel vollzogen habe, und mich seit einigen Jahren auch intensiver ein bisschen mit dem Zigarrenrauchen und dem Ganzen drumherum angefreundet habe und beschäftigt habe, wollte ich eigentlich einen zweiten Kanal auf YouTube machen, der sich dann im Schwerpunkt Zigarre befindet. Das ist aber leider aus technischen Gründen nicht möglich, weil man muss ja, wieder eine neue Mailadresse und so weiter und so fort. Und man kann nicht jeden Namen nehmen und so weiter und so fort. Das wird wohl noch ein bisschen dauern. Deswegen werde ich das hier unter meinem Kanal weiterlaufen lassen. Und ich hoffe, dass das ja, akzeptiert wird, weil Pfeife und Zigarre liegen ja nicht weit voneinander entfernt. Es sind beides Genussmittel und von daher denke ich mal, müsste das eigentlich okay sein. Ich hoffe, dass ihr da nichts dagegen habt. Ja, das soll es auch schon gewesen sein. Und mein erstes Video, was über Zigarren handelt, oder ich weiß es noch nicht genau. Ich habe zwar so ein paar Beispiele, habe ich mir schon zurechtgelegt, aber wie es genau weitergeht und wie es genau damit anfängt, das weiß ich noch nicht. Aber da ich ein kurz entschlossener Mensch bin, kann sich das stündlich, minütlich, wöchentlich, monatlich ändern. Ja, das soll es gewesen sein. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wünsche euch natürlich weiterhin mit eurer Pfeife und eurem Lieblingstabak immer eine schöne Zeit mit vollem Genuss. Und bleibt gesund. Bis dahin und zum nächsten Mal sage ich Tschüss, euer Thomas.